Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Hier in Thüringen. Ja, Ende September, 21. Also noch ein paar Wochen noch und dann kommt der 25. Ja? Die Spannung steigt. Ja, ich lasse mal gerne überraschen, was da also kommt. Im Grunde ein Schnitt. Wird's Club drauf irgendwie. Wird's immer eher mehr als weniger. Von der von na, komme nicht drauf. Von der Leistung her, ne? Also Schnitt werden sie zumindest die gleichen Fahrzeuge bringen. Einige vom DLC im Kostenlenkung aktivieren. Gestern kriegt man wieder alles. Heute nicht. Ja. Vielleicht wird es dann 25er besser. Man weiß, ich weiß nicht, ob das nur an der Treiber liegt für Lenkung oder fürs vom Spiel her. Ne? Das ist immer, was ich nicht sagen kann. Ne? Ist halt so. Nur ein bisschen blöd. Ja, die Gehreste werden ausgebracht. Wieder allein gestellt. Und der Mähfahrer fährt auch. Wasser fährt auch. Schauen wir mal, ne? Das ist der heutige Tag. Februar. Ob sie im Frühling alles aussehen werden, ne? Was wir was machen können, ne? Mal gucken, was wichtig ist, was gemacht werden muss, was wir brauchen. Obwohl ich weiß, wir werden es nicht mehr ernten, aber trotzdem werden wir es mal so machen. Geht ja im Prinzip, ne? Ja, Zwiebeln normalerweise, Karotten, aber nicht so ein großes Feld für Karotten, das ist Unsinn. Zwiebeln auch zu groß. Ja. Hier war, glaube ich, Sonnenblumen, ne? Weißbeeren-Option, aber das ist schon später. Die Flächen hat der Flug nicht gemacht hier. Muss man eine Seemaschine nehmen, die das entsprechend auch machen kann. Ne? So. Das gibt er jetzt bei Terra Live eine Direktsaatmaschine. Ah, der Fahrer ist angekommen. Aber den habe ich ja nicht dabei. Terra Nova. Die jetzt praktisch auf dem Boden, egal. Naja, geflügt muss es nicht sein, aber wie gesagt, auf Grunde jeder Fläche, die fest ist, kann die praktisch die Auszeit auch vornehmen. Ich habe mal jetzt wieder zwei Videos hochgeladen für Session2D. Das werde ich jetzt aber so machen, dass man nur sonntags kommt und Samstag. Dass sonst eher so zu viel wird, ne? Also ich hatte halt Urlaub viel Zeit gehabt. Jetzt Zeit ein bisschen weniger da, aber mal schauen. Ein paar Folgen habe ich ja noch fertig. Dass ich heute Abend oder morgen. Morgen eher nicht. Morgen. Morgen wieder. Muss ich wieder halbwegs früh ins Bett wegen Montag Frühschicht. Naja, immer die Frage, wie ich einschlafen kann. Ne? Erstaunlicherweise gestern Abend, also dem Freitag zum Samstag, also heute, ganz beschissen. Da war ich ja, nachts um 4 bin ich eingeschlafen. Also neu. Ach, habe ich nachts so angefangen mit Bilder bearbeiten. Das zumindest, ach, unser Gehreste-Fahrer ist da. Dass da zumindest ein bisschen vorwärts geht, ne? Weil ich dann wusste, nach schaffe ich dafür noch Sonntag fahren wir noch nicht, weil ich einfach so spät aufgestanden bin und naja, dann bist du halt müde, ne? Ist halt so.
Ja, hier klappt das immer mit den Gärresten ganz gut, dass er weiß, wo, wenn man das so sieht, da hat er aufgehört. Da glänzt es und da macht er weiter. Und das klappt. Klappte in der vorigen Thüringer Version nicht. Ob das jetzt klappt? Ich habe es noch nicht getestet. Aber da ja eh mehr Zeit ist als, dadurch bedingt durch diese 4 Tage. Also, Wochenrhythmus im Monat, ne? Das ist ja mal so ein Tag, ist ja im Prinzip. Eine Woche. Dadurch dauert auch ein bisschen länger, ne? Muss ich auch selber überlegen, ob das so wie es gemeint ist. Ich weiß nur, dass es wöchentlich Wachstum ist. Also wird ja nicht mehr pro Monat gerechnet, sondern der Tag, den wir haben, ist immer 4 Wochen, glaube ich. Wir haben ja 3 Tage im Monat, bis der Monat um ist. Da haben wir 1 Tag. Für die Woche? Nee. Geht wöchentlich weiter. Man kann nur halt die Zeit verlängern noch. Also 4 Tage ist auf jeden Fall pro Monat. So 4 Wochen. Ja, das Gerät ist ein Motto, sonst könnte man nicht so schnell fahren. Ne? In echt würden sie auch nicht alle Steine aufheben, wäre auch so ein Haufen nicht da. Da würden die vereinzelt liegen, einzeln. Je nach Bodenart. Nicht überall sind Steine vorhanden. Das ist halt so. Ja. Bei den einen sind mehr, anderen weniger. Und da werden halt die großen abgesammelt. Also die faustgroßen Dinger werden nicht abgesammelt. Die werden eher. Da wird eher eingedrückt. Bei mir ist das nicht. Oder, ach, das ist mir egal. Könnt ihr unten noch klingeln, ne? Nee, was kein da oben. Der Ton passt. Das ist so eine Sache, ne? Ja. Wie sind meine Pläne? Also ich habe vor, jetzt praktisch die Thüringen weiter zu spielen. Das würde ich mal von vornherein mal so ankündigen. Nur wenn die Nachfrage gegen Null geht, dann höre ich dann irgendwann auf zu veröffentlichen. Aber ich denke mal, so ein gewisser Anteil wird immer da sein. Der Marsch dann beginnt dann sofort mit der neuen Karte. Weil irgendwas muss ja dann aufhören, ne? Oder wir machen den Marsch weiter und machen dafür die, weil die Crossing ja im Prinzip. Ja, da kommt sie halt nicht raus, ne? Und irgendeiner Karte muss ich dann trennen, das ist halt so. Weil in der ersten Woche, wenn jetzt das Spiel rauskommt, habe ich wahrscheinlich Spätschicht. Sonst hätte ich vielleicht einen Livestream gemacht, aber wie gesagt, das Problem ist ja beim Livestream leider so, dass ich dann nicht Tag früh aufstehen müsste, wenn ich früh hätte. Dann wäre es genauso blöd, Anführungszeichen. Man ist zwar dann ein Spielfieber, in Anführungszeichen, aber wie gesagt, nächsten Tag bereust das, wenn du dann nicht richtig munter bist, tagsüber und dann, besser, man schläft ein bisschen, ne? Zumindestens.
Normalerweise. Aber die Krähen nerven ganz schön, ne? Normalerweise sind die Krähen immer hinter ein Feld, nicht vor ein, wo da gepflügt, ne, wenn frisch gepflügt ist, ne? Also Krähen und Möwen normalerweise, die sind dann fleißig da. Und im Sommer sind die Störche auch noch da. Was machen die? Die sammeln die aufgewirbelten Insekten auf, also die fressen die dann auf, ne? Nehmen auch Mäuse. So ist das nicht. Also steh jetzt nicht auf. Geht das so aus? Dachte er es nicht. Ja, wenn man so ein bisschen bei ist, ne, die Zeit vergeht ganz schön schnell. Und dann, oh, erst um 19 Uhr beginnen, können mitspielen. Naja, ich habe nichts zu besorgen. Glänzt. Ich will auch noch mitnehmen hier ein Stückchen. Steine da. Also Kalk wird noch aus den Steinen normalerweise nicht. Bestenfalls Split für den Straßenbau. Als Untergrund. Dafür geht's. Beton meinen wir auch noch ins Prinzip. Gewaschen und gereinigt ist, ne? So Lehm drin nicht dabei sein. Wir haben früher das Ausgesiebte ganz gerne genommen für Beton. Also wir haben Kies noch selber gesiebt. Ich als Lehrling 14 Tage noch Kies sieben. Ich war bedient. Ich war begeistert. Schon wieder Kies sieben. Ah. Ja, das war doch früher so gang und gäbe, ne? Später nachher, ein paar Jahre später, kam das ganze Zeug, ne, gesiebt zur Baustelle. Kies. Was wir halt haben wollten, ne? Und jetzt kommt das im Allgemeinen fertigen Sackware. Der ganze Mörtel. Musst du nur noch den Sack in den Mischer reintun. Wasser zugeben und fertig ist die Scheiße. Bei kleinen Baustellen macht Sinn machen, aber bei größeren ist das eher, naja, Bequemlichkeit, ne? Und wenn es ganz gut läuft, hast du Container, wo praktisch
Ja. Maschine dran ist und drückst auf Knopf und dann kommt die Mörtel fix und fertig raus. Muss natürlich abends waschen, das ist klar. Wozu das Ding in der Maschine hart? Das ist nicht so gut. Bei Maurer Mörtel war es noch gehen, aber bei Beton kommt keine Freude auf. Die Krähen nerven echt. Ja, wie es programmiert haben, die waren noch nie auf dem Acker, glaube ich. Das wäre eher das allgemeine Problem, ne? Dass da die Erfahrung haben sie halt nicht. Das Gas geben hier, wie? Gucken wir hier. BGA frisst das Zeug ja auch auf ohne Ende. Naja, 0,5 geht immer noch. 5 Spiele ist das ganz aus. Kommst nicht hinterher. Aber wir können aber die Zeit trotzdem höher stellen. Immer auf 3. Da wir den Märzmarkt bekommen, ne? Webers, wir haben ja jetzt 2, müsst du einen Tag Weber kommen. Mal Tempomat reinmachen. Gibt's denn? So, ich wollte das auch schon heute auch gewesen sein. Ja, ist aber schon Dank. Bis dann, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.